Wir sind Buch Shmuel Bet, Kapitel 21. Vayhi Rav bime David shalosh anim, shana achare shana, vayvakesh David et penei Adonai, vayomer Adonai el Shaul ve'el Bet Adamim al asher emit et hagivonim. Unsere Thema heute wird sein, zwei Hauptthemen werden sein. Erste Thema wird sein über die ein Hungersnot, was gedauert hat 3 Jahre lang in Israel. Das ist die erste Sache. Das wird ein großes Thema sein in unserem Kapitel. Dem zweiten Thema wird es sein, die letzte Krieg, was König David selber gemacht hat. In unserer Zeit ist schon David kurz vor seinem Ende, also vor 70, bevor er 70 Jahre alt schon war. Und zweite Thema wird sein, das letzte Krieg, wo er selber mit beteiligt war. Und sonst waren keine Kriege, wo König David schon gemacht hat. Wenn noch, Bezat Hashem, noch diese letzte, den zweiten Thema noch genauer vom Talmud lernen. Also wir werden das in einige Psukim da lernen, aber der Tanach sagt nicht so vertieft. Wir werden das noch lernen, genauer, was uns der Talmud sagt. Mit dem ersten Thema beginnt schon so der Kapitel. Es gab ein Hungersnot 3 Jahre lang, Shana achare Shana, also hintereinander. König David, fragt HaKadosh Baruch Hu, fragt den Choshen, ja, warum ist das passiert, warum gibt es Hungersnot? HaKadosh Baruch Hu hat ihm beantwortet, wegen 2 Sachen. Erste Sache ist wegen Shaul, weil König Shaul, wir haben gelernt im Buch Shmuel Aleph, am Ende von Shmuel Aleph, wie König Shaul verstorben ist. Und Anshei Yavesh Gilad, man hat ihn getötet, die Anshei Yavesh Gilad, die haben seine Leiche genommen von Plishtim, aber sie haben ihn begraben, aber nicht so mit Taram, jetzt nicht mehr mit einer Ehre, was eigentlich ein König bekommen sollte. Und deswegen, weil man Shaul nicht getrauert hat, kein Hesped gemacht hat, wie sein Niveau, deswegen hat das ganze Volk Israel jetzt eine Strafe bekommen für 3 Jahre lang. Aber noch ein Grund war das, Ve'el Bet Adamim, al asher emit et hagivonim, weil König Shaul, als er die Stadt Nov ira Kohanim, im Buch Shmuel Aleph haben wir das gelernt, dass Shaul, er hat die ganze Stadt Nov ira Kohanim ermordet. 85 Priester gab es dort. Jeder war potenziell, um hohe Priester zu sein. 85 solche Leute hatte Shaul ermordet, aber unter denen gab es auch dort 7 Givonim. 7 Givonim, die auch verstorben sind, also die man auch ermordet wurden. Und wegen dieser Givonim gibt es jetzt diese Hungersnot. Jetzt, wer waren die Givonim? Das haben wir schon im Buch Joshua gelernt. Im Buch Joshua haben wir gelernt, wie Volk Israel kommen jetzt nach Eretz Israel mit Joshua. Und sie haben begonnen, jetzt Kriege dort zu machen. Aber plötzlich ist gekommen die Givonim. Givonim war ein Volk, die Angst hatten vor Am Israel. Aber sie wissen, das Volk Israel werden jetzt alle Völker in Eretz Israel vernichten. Wie wir schon gelernt haben, im Buch Joshua noch genauer. Was haben sie gemacht? Sie haben sich so verkleidet wie Leute, die gekommen sind von der Ferne. Von der Ferne sind sie gekommen mit solche Flaschen, Weinflaschen, aber ohne Wein. Ja, zu zeigen, wir haben schon alles ausgetrunken. Es gibt Brot, was wir hier haben, das ist schon kasche, hart und mit Schimmel. Und das ist schon, man sieht, dass es schon alt ist, als ob. Zerrissene Kleidung, sie haben sich so vorgespielt, als ob sie von der Ferne gekommen sind und sie wohnen nicht in Eretz Israel. Okay, Am Israel haben sie gesagt, okay, kein Problem, ihr könnt Juden sein. Sie sind zum Judentum konvertiert. Plötzlich hat erfahren Joshua und Volk Israel, diese Leute, die wohnen hier, die sind gekommen zu anderen Städten. Plötzlich sehen Am Israel, die Städte sind verlassen worden, es gibt niemanden dort. Nur Mädchen und kleine Kinder, Frauen. Aber was ist mit allen Männern? Ah, diese Männer, die haben uns reingelegt. Und deswegen hat Joshua gesagt, einerseits sie zu töten darf ich nicht. Sie sind schon zum Judentum konvertiert. Das ist schon keine Ehre, wenn ich sie jetzt töte. Wie wir es schon gesehen haben. Aber andererseits, als normale Juden können sie auch nicht sein. Was mache ich? Sie werden die Diener sein von Volk Israel. Sie werden jetzt Holz hacken und Wasser schöpfen von Brunnen, von Flüssen, das soll ihre Arbeit sein. Jetzt, es gab solche 7 Menschen, gab es in Givon, in Nov. Und Shaul, er hat sie auch umgebracht mit den Kohanim.
Das ist laut der Jerusalemischer Talmud. Es gab dort sieben. Welche sieben? Zwei Chotveizim, Holzhaken, zwei Shoave Maim, zwei, das ist der Wasserschöpfer, Shamash und Sofer, ein Schreiber, und Chazan, das waren die sieben Givonim. Aber es gibt noch eine Erklärung, und zwar, dass eigentlich auch die Givonim, die in Nob waren, sie wurden nicht ermordet, laut anderer Meinung, aber weil man getötet hat, die Kohanim, und die Kohanim waren die Parnassad, die haben Geld gegeben zur die Givonim, und deswegen, weil man die Kohanim getötet hat, es gibt kein Geld jetzt, es gibt keine Arbeit für die Givonim. Und deswegen, weil sie keine Arbeit haben, ist es, als ob man sie getötet hat. Das sind die zwei Erklärungen über, was passiert ist mit den Givonim. Jetzt stellt sich aber die Frage da, es ist nicht verständlich. Warum? Einerseits sehen wir, dass, warum ist gekommen diese Hungersnot für 3 Jahre lang? Erste Sache ist ja, weil mein Shaul, der große Tzadik, Shaul HaMelech, er hat Anteil in der nächsten Welt natürlich. Shaul hat geschrieben im Talmud, babylonische Talmud, Brachot Seite 12b, dass Shmuel, ein Tag bevor Shaul verstorben war, ermordet wurde von Plishtim, Shmuel kommt, man hat ihm runtergegeben durch den Ov, was wir ja schon gelernt haben, und er hat ihm gesagt, morgen gehst du in den Krieg und morgen wirst du sterben im Krieg. Aber wer ta imi, du bist mit mir nachher in der nächsten Welt. Sagt uns der Talmud, imi, iti bimilchitzati. Also du bist in meinem Niveau in der nächsten Welt. Shmuel, der Prophet, er ist in einem sehr hohen Niveau in der spirituellen Welt, in Gan Eden. Aber auch Shaul ist mit ihm zusammen. Also wir sehen da, dass Shaul HaMelech, er war nicht eine einfache Person. Und weil man ihm nicht genug um ihn getrauert hat, deswegen hat Volk Israel diese Strafe bekommen. Also wir sehen von dieser ersten Antwort, er war ein großer Tzadik. Aber zweiter Grund, warum es passiert ist, weil Shaul ermordet hat die ganze Novira Kohanim. Jetzt einmal sagst du etwas Gutes über ihn, etwas Positives, und einmal sagst du etwas Negatives. Sondern, es wird geschrieben, Azur Tamim Paolo Kichol Deachav Mishpat El Emuna Vein Avel Tzadik Vesharu. Wir müssen wissen, dass HaKadosh Baruch Hu, das ist nicht wie wir. Wenn wir zum Beispiel, es gibt eine Person, die uns etwas Gutes gemacht hat, er macht uns etwas Gutes, er hilft uns da, hilft uns dort, gibt uns solche Sachen, er hilft uns, aber plötzlich ist es gekommen, ist es geworden zu einem Streit. Du streitest jetzt mit ihm. Was machst du? Du vergisst alle guten Sachen, was er dir gemacht hat, und du beginnst auf ihn jetzt zu belästigen, ja, und zu mit ihm zu streiten und schlecht über ihn zu reden, du bist das, aber warum redest du so schlecht? Er hat dir so viele gute Sachen gemacht. In dem Moment vergisst du schon die guten Sachen, was er dir gemacht hat. Warum? Er hat dir jetzt etwas Schlechtes gemacht. Das ist bei uns Menschen. Aber Kadosh Baruch Hu, El Emuna Vein Avel, das bedeutet, er hat, für das Gute bekommst du das Gute, für das Schlechte bekommst du das Schlechte. Weil er ein großer Tzadik war. Und man hat nicht genug um ihn getrauert, als er ermordet wurde. Deswegen hat das Volk Israel die Strafe bekommen. Aber es gab noch ein Problem von diesem Tzadik, von Shaul, dass er ermordet hat auch die Givonim in Ovira Kohanim. Und deswegen noch ein Grund war, weil er sie ermordet hat, deswegen ist auch gewonnen diese Sache. Also wir sehen, zwei Sachen sind passiert, also sind diese 100 Not ist passiert wegen zwei Sachen. Von der eine positive Seite auf Shaul und die eine aus negative Seite von Shaul. Aber ist das verständlich? Femod. Jetzt König David, warum steht es geschrieben, er hat Gott gefragt nach 3 Jahren? Warum nach 3 Jahren? Du siehst schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr siehst du schon, kein Essen ist gekommen, also kein Regen ist gekommen. Bete an HaKadosh Baruch Hu. Warum betet er nicht sofort? Weil er weiß, jedes Verbot, jede Sache, was schlecht passiert in dieser Welt, es muss sein, weil wir etwas Schlechtes gemacht haben, weil wir verbotene Sachen gemacht haben. Erste Jahr sieht er, es gibt keinen Regen, es gibt Hungersnot. Was macht er? Er geht zum Volk Israel und sagt denen, Leute, vielleicht habt ihr Götzen gedient. Vielleicht habt ihr Avodah Zarah gedient. Und sie suchen, niemand hat Avodah Zarah gedient. Sie waren Tzadikim. Okay, erste Jahr ist schon vergangen, aber das ist nicht wegen Avodah Zarah. Zweites Jahr, Leute, vielleicht ist es wegen Gilui Arayot, wegen verbotenen Mischungen mit Männern und Frauen oder mit verbotenen Frauen war man. Gesucht, kein Problem. Es gab kein Problem von verbotenen Frauen. Also von solchen Verboten.
Und dritte Jahr, nachdem er das schon gesehen hat, es gibt kein Verbot von Götzendienst, es gibt kein Verbot von Gilui Arayot, es muss sein, am dritten Jahr sagt er, wegen mir. Weil ich bin der König. Der König, er wird verglichen wie das ganze Volk. Und wenn das ganze Volk normal ist und gut ist, sie götzen, die dienen keine Götzen und sie machen keine Probleme mit Frauen, also das Problem ist bei mir, weil ich bin der König. Und er hat Gott gefragt und nachdem er Gott gefragt hat, hat er ihm das beantwortet, das ist wegen Shaul, von dieser positiven und negativen Seite von Gewonim. Schätze, ich habe noch eine Frage. Also wir sehen viele, es gibt so viel zu sprechen, allein über den ersten Pasuk. Es gibt noch eine Frage. Wir haben gesagt, dass es ist wegen Shaul passiert. Weil er ermordet hat die Gewonim. Gib es zu seiner Generation. Gib ein Hungersnot zu der Generation von Shaul. Warum jetzt? Warum nachdem Shaul verstorben ist, nur danach gibst du diese Strafe? Also die Antwort ist, weil die Generation von König Shaul, sie waren nicht so stark wie die Generation von König David. Wenn HaKadosh Baruch Hu gegeben hätte den Hungersnot an die Generation von König Shaul, die Leute hätten es nicht so auf sich nehmen können. Ihre Glaube wäre vielleicht so verschlechtert oder anderen Sachen. Ich habe geschrieben, der Malbim sagt uns, es gibt drei Probleme, die König Shaul gemacht hat und wegen dieser drei Probleme hat er Strafe bekommen. Für jedes Problem hat er eine Strafe bekommen. Erstes Problem war, er sollte warten in Gilgal auf Shmuel, der Prophet. Es gab dort einen Krieg. Über all diese Themen haben wir schon gelernt im Buch Shmuel Aleph. Aber das ist kurz eine Erfrischung. Das erste Problem von König Shaul war, dass Shmuel sagt zu ihm, warte auf mich, 7 Tage ich komme, warte auf mich und danach, wenn ich komme, wirst du Korban geben. Die bestimmt kommen immer näher und näher und näher zu Shaul und Volk Israel. Am 7. Tag, er konnte nicht mehr warten, Shaul, und er hat geopfert, ohne dass Shmuel gekommen ist. Nachdem er geopfert hat, kommt Shmuel, hey, was machst du? Ich habe dir gesagt doch, du sollst auf mich warten. Eine Strafe, das Königreich wird nicht endlos bei dir sein, bei deiner Generation. Von Shaul, deine Söhne, deine Enkelsöhne, nein, das wird schon stoppen nach deiner Generation. Also nicht für die Ewigkeit bei deinen Generationen. Okay, zweites Problem, Krieg von Amalek. Man sagte, vernichtet das ganze Volk Amalek. Was hat er gemacht? Er hat gelassen die Tiere, Schafe, Kühe, die fetten dort, und Agag, der König von Amalek. Was war die Strafe von ihm? Dein Königreich, dein eigenes, wird verkürzt sein. Es wird ein neuer König zu deiner Lebzeit kommen. In Klammer, das ist König David. Dritter Problem war, das war Nov Ira Kohanim. Nov Ira Kohanim, weil er die Priester getötet hat. Welche Strafe hat er bekommen? Er und seine Söhne sind getötet worden im Krieg. Und wegen der Givonim, weil es auch in Nov Ira Kohanim gab es dort Givonim, deswegen gab es diese Hungersnot. Für das ganze Volk Israel. Jetzt. Beginnen wir weiter mit dem zweiten Pasuk. Vayikra amelech lagivonim, vayomer alehem. Vagivonim lo mibnei Israel ema, ki miyeter haemori. Uvnei Israel nishbeu lahem, vayivakesh Shaul lehakotam, bekanoto livnei Israel viyuda. König David ruft die Givonim, weil er verstanden hat, dass diese Hungersnot ist passiert wegen die Givonim. Er ruft sie und er sagt zu denen, was sagt er zu denen? Ständig geschrieben im Pasuk. Vayikra amelech lagivonim vayomer alehem. Okay, was hat er denen gesagt? Nichts. Vagivonim lo bnei Israel ema. Aber die Givonim gelten nicht wie Volk Israel. Die sind nicht ein Teil von Volk Israel, obwohl sie konvertiert sind. Ki miyeter haemori. Uvnei Israel nishbeu lahem. Und tachlis, weil Volk Israel, sie wurden gezwungen, sie aufzunehmen als Juden. Aber Shaul wollte sie töten, die Givonim, bekanoto livnei Israel vihuda. Weil er hat gesehen, dass die gehören nicht zu Volk Israel. Jetzt, was bedeutet dieser Pasuk? Der König spricht mit denen, aber es ist ständig geschrieben, was er denen gesagt hat. Also, es gab ein Problem zwischen die Shaul und die Givonim. Shaul hat auch die Givonim ermordet, auch in Nov Ira Kohanim. Deswegen, König David ruft sie. Und er sagt denen, Leute, es gibt diese Hungersnot für 3 Jahre lang, 3 Jahre schon, deswegen kommt und Timchelu. Ja, also verzeiht jetzt Shaul und was er euch gemacht hat, dass er 7 Personen von euch getötet hat.
Und dann wird schon alles gut sein. Das hat er ihnen gesagt. Ja, das steht nicht hier geschrieben, aber das hat er denen gesagt. So sagen uns die Kommentare. Rashi. Aber was ist passiert? Sie wollten ihm nicht verzeihen. Und deswegen, das ist, was uns der Pasuk noch weiter sagt. Die gehören nicht zum Volk Israel. Warum? Wer ist ein Jude eigentlich? Einer, der Gever ist. Was ist Gever? Bei Shanim, Rachamanim, Gomlech Hasadim. Bei Shanim. Wir schämen uns. Ja, wenn wir etwas gemacht haben, wir sind mit einem Scham. Und Rachmanim, Erbarmen. Wir haben Erbarmen mit Leuten. Dritte Sache ist, Gomlech Hasadim. Wir lieben es, gute Sachen zu machen. Wir lieben es, gute Sachen zu machen. An Wohltat an anderen. Und deswegen, weil er gesehen hat, Leute, verzeiht König Shaul. Verzeiht König Shaul, was er euch gemacht hat, okay, das war etwas Schlimmes für euch. Verzeiht ihn, sagt, okay, passt schon, wir haben schon vergessen. Weil sie nicht verziehen haben, deswegen, sie gehören nicht zum Volk Israel, weil wir sind solche Erbarmen. Wir haben die Eigenschaft von Erbarmen. Und die haben nicht diese Eigenschaft. Und deswegen, sie gehören nicht zum Volk Israel. Und das hat schon König Shaul erfahren. Das wusste schon König Shaul, dass sie nicht zum Volk Israel gehören mit ihren Eigenschaften. Deswegen hat sie auch schon getötet. ויאמר דוד אל הגבעונים מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת אדוני was soll ich machen damit ihr uns segnet also damit ihr verzeiht und segnet uns von da lernen die Kommentare dass wenn du etwas Schlechtes gemacht hast zu deinem Freund und er soll dir verzeihen du gehst zu ihm bitte verzeih mir ich habe dir etwas Böses gemacht er soll dir nicht nur sagen ich verzeih dir Er soll dich auch sofort auch segnen. Derjenige, der du ihm Schlechtes gemacht hast, er soll dir, wenn er dir verzeiht, er soll dich auch segnen. Warum? Wenn ich dich segne, dann ich zeige, ich liebe dich schon. Und ich habe nicht Hintergedanken, ja, aber ich habe dich verziehen, ich habe dir verziehen, aber trotzdem etwas Schwarzes über dich. Nein, er soll dich segnen. Und da, was sollten sie segnen? Akadosh Baruch Hu soll Regen geben. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להעמיד בישראל. Ja, wir brauchen kein Geld, wir brauchen kein Gold, Silber, wir brauchen nicht solche Sachen, sondern wir möchten Mida keneged Mida machen. Er hat uns Leute getötet, Shaul hat von uns Leute getötet, wir töten auch die Nachkommen von König Shaul. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? Was ihr sagt, ich mache. Und jetzt, ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמענו מתייצב בכל גבול ישראל. Er wollte uns vernichten, König Shaul. Deswegen, und er wollte uns vernichten allgemein, und auch er hat auch 7 von uns auch getötet in Novira Kohanim. Deswegen, יותן לנו 7 אנשים מבניו, והוקענום לאדוני, בגבעת שאול, בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. Deswegen, gib uns jetzt 7 Nachkommen von König Shaul. Und wir sollen sie aufhängen, also töten und danach aufhängen, neben alle. Warum? Dass alle Leute sehen sollen, wo genau? In Givat Shaul. Also in der Stadt, wo Shaul gelebt hat eigentlich. Und damit alle Leute sehen werden, was ist passiert mit diesem Prinzen oder mit der Söhne von dem König oder die Nachkommen von ihm? Das ist, weil sie getötet haben, die Givonim. Und ja, der Auserwählte von HaKadosh Baruch Hu, Shaul, der Auserwählte von HaKadosh Baruch Hu. Stellt sich die Frage, wie? Sagen sie, die Givonim, sollen sie das sagen, diesen Satz? Also, die Söhne von König Shaul, die Nachkommen von ihm, sollte man aufhängen, aber von wem? Von König Shaul, der Auserwählte von Gott. Hundertprozentig, sie werden es nicht sagen. Also, wir töten die Nachkommen von dem Auserwählten von Gott. Sondern, die Kommentare da sagen, Rashi sagt uns, Sie sagten, gibt uns 7 Nachkommen von König Shaul. Als sie das fertig gesagt haben, kommt eine Stimme von oben, von Himmel und sagt, er ist der Auserwählte von Gott. Also das ist keine einfache Person. Ihr denkt, ihr Givonim, ihr macht Shemchem, ja, ihr denkt, das ist eine normale Person, eine Person, der Rasha ist, der von euch Leute getötet hat, er ist der Auserwählte von Gott. Aber König David sagte trotzdem, okay, weil sie es entschieden haben, ich muss ihn irgendwie besänftigen. Deswegen, Anieten, ich gebe euch, was ihr wollt. Also wir sehen da, sie haben nicht die Eigenschaft von Volk Israel.
ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בן אותם, בן דוד ובן יהונתן בן שאול. Aber es gab ein Problem. Welches Problem? Dass König David, wir haben doch gelernt im Buch Shmuel Aleph, dass er geschwört hat zu Jonathan und Jonathan ihm geschwört hat, egal was passiert, wir lieben uns so sehr, dass ich helfe dir, du hilfst mir, aber auch für unsere Nachkommen. Du musst alles machen, dass meine Nachkommen leben werden. Mach denen nichts Schlechtes. Und auch wenn du siehst, dass etwas Schlechtes zu denen kommen soll, rette sie. Das haben sie so geschwört zueinander. Jetzt, es gab Mephibosheth. Mephibosheth ist der Sohn doch von Jonathan. Er soll auch sterben. Der Krüppel, ja genau. Und deswegen, es gab eine Frau von König Shaul, Rizpa Bataya, eine große Tzadika, wir werden noch lernen, noch weiter über sie. Und es gab sie hatte noch zwei Kinder, er hat sie genommen. Weil die waren die Söhne von Shaul. Sie war eine Pilegesch von Shaul. Et Armoni ved Mephibosheth ved Chameshet ben Michal bat Shaul. Asher yaleda le'Adriel ben Barzillai Mecholati. Und plus die fünf Söhne von Michal, die Tochter von Shaul, was sie geboren hat von Adriel ben Barzillai Mecholati. Adriel ihr Ehemann. Stellt sich die Frage, er war nicht ihr Ehemann. Der Ehemann von, also die Frau von Adriel ben Barzillai Mecholati, das war die Schwester von Michal. Das war Meirav, die Schwester von Michal. Das haben wir auch gelernt im Buch Shmuel Aleph. Sondern, steht geschrieben in den Kommentaren da, weil die Meirav ist verstorben und sie hatte Kinder gehabt, fünf Kinder gehabt, fünf Söhne, hat Michal sie genommen als eine Stiefmutter. Ja, als seine Stiefmutter. Und weil sie denen Essen gegeben hat, ein Haus gegeben hat und alles, was sie nötig haben, hat sie denen gegeben. Steht geschrieben, als ob sie ihre Söhne sind. Als ob die Kinder ihre Söhne sind. Die war nicht die Mutter von denen, Michal. Die Mutter war die Schwester von Michal, die Meirav. Aber weil sie zu sich genommen hat und denen geholfen hat, deswegen heißt es, als ob sie sind ihre Söhne. Also wir haben gesehen, die fünf Söhne von Michal, also eigentlich von Meirav, und die zwei Armoni und Mephibosheth. Jetzt. Vayitenem beyad ha-givonim. Wie hat man es gemacht? Man hatte die Bundeslade und alle Nachkommen von König Shaul gehen dort und die Leute, die stecken geblieben sind und können nicht weitergehen, das ist ein Zeichen, die sollen sterben. So hat man es gemacht. Und einer geht, bleibt stecken. Er bleibt, sieben insgesamt. Ist aber Shaul, König David, er hat gebetet, dass Mephibosheth, der Sohn von Jonathan, er soll nicht auch dort sein. Er soll nicht sterben, der Mephibosheth, der Sohn von Jonathan. Aber wie stellt sich die Frage von halachischer Frage jetzt? Wenn Chas Shalom eine Gruppe sagt uns, gibt uns 10 Personen. Sie haben 10 Personen genommen. Aber von dem einen ist sein Sohn dort, bei diesen 10. Und dieser Typ, er möchte jetzt seinen Sohn retten. Er möchte jetzt seinen Sohn nehmen. Aber die Leute dort, sie werden zählen, wir brauchen 10 Personen. Also wenn ich deinen Sohn, wir werden nehmen eine andere Person. Du als Vater oder als Bruder oder egal als was, darfst du nicht deinen Verwandter von dort rausnehmen. Warum? Du willst seine Seele retten, du willst seinen Körper retten, aber wegen dir wird jemand anderer sterben. Und deswegen, du bist auch ein Mörder. Wir sehen da ein Dilemma, Tachlis, das ist ein Dilemma. Was willst du machen? Deswegen, wir haben die Tora, die uns sagt, bei solchen Dilemma, was man machen soll. Weil du denkst, ja, ich bin eher ein guter Mann, ich habe ihn gerettet, der ist doch mein bester Freund. Stimmt, du hast ihn gerettet, aber du hast jemand anderen getötet. Ich habe niemanden getötet, doch indirekt, du hast jemand anderen getötet, weil er sollte sterben, aber weil du ihn gerettet hast, stirbt jemand anderer. Jetzt diese Frage bei unserem Thema. Wie kann es sein, dass Mephibosheth, sagen wir so, wir haben gesagt, es gibt 7 Personen, sollen stecken bleiben jetzt. Wenn Mephibosheth, der Sohn von Jonathan, auch dort stecken bleiben sollte, aber David betet, bitte, er soll nicht dort sein, dann wegen deinem Gebet, David, was sollte sein? Jemand anderer sollte dort sterben, statt Mephibosheth, der Sohn von Jonathan. Und wenn es so ist, du hast ihn indirekt umgebracht. Deswegen sagen uns die Kommentare da, nein, das war nicht so der Fall. Er hat gebetet, bevor Mephibosheth gegangen ist, er hat gebetet, bitte Hashem, er soll nicht stecken bleiben.
Er soll nicht, die Bundeslade soll ihm nicht anhalten. Davor, wenn ich bete, er soll nicht sterben, ist kein Problem. Aber, weil, warum? Weil der Beschluss wurde nicht, es wurde noch nicht beschlossen. Entweder von ihr oder von der spirituellen Welt. Aber wenn er schon, also wann hat er gebetet? Bevor er gegangen ist überhaupt. Bitte Hashem, rette ihm, er soll nicht stecken bleiben. Aber theoretisch, wenn er dort stecken geblieben sein würde, und David hätte gebetet, bitte Hashem, er soll, obwohl er stecken geblieben ist, er soll jetzt weitergehen, das ist schon ein Mörder. Du bist schon ein Mörder bei dieser Situation. Aber er ist kein Mörder, der König David, indirekt. Warum? Weil er hat, bevor Mephibosheth stecken geblieben ist, wer sagte, dass er dort stecken bleiben soll? Ja, wer sagte, dass er dort sein sollte? Deswegen soll, und deswegen hat er gebetet, bevor er geblieben ist. Haben wir das verstanden? Femeod. Ja, sie haben jemand anderen genommen. Wie wir schon gesehen haben, die zwei Söhne von Rizpa, Bataya, Armoni und Mephibosheth, anderer Mephibosheth, und die fünf Söhne von Michal. Ja, jemand anderer Mephibosheth, ja. Der Sohn von Rizpa, Bataya. Neunter Pasuk, Vaitenem Beyada Givonim. Okay, man hat sie gebracht zur Givonim, diese sieben Nachkommen von König Shaul. Vayokion Bahar. Lifne Adonai, man hat sie erhängt auf dem Berg, damit alle sie sehen sollen. Vaypelu Shevartam Yachad. Vehema umetu bime Katsir Barishonim. Bitchilat Katsir Seorim. Sie wurden ermordet wann? Genau an der Zeit, wo man die Erde, wo man die Gerste erntet. Genauer gesagt, das ist am nächsten Tag, am zweiten Yom Tov, bei uns, zweiter Yom Tov von Nissan, von Pesach. Tetzain ben Nissan. Das war am Tetzain ben Nissan, wo sie so aufgehen. Es gibt da drei halachische Probleme, was man mit den Nachkommen von Shaul gemacht hat. Erste Sache ist, Lo yumetu banim alavot. Du darfst nicht die Söhne töten, wegen die Probleme von ihren Eltern. Weil der Vater ein Gauner war oder egal was er war, darfst du nicht seinen Sohn bestrafen. Es gibt so ein Prinzip, dass die Kinder werden bestraft wegen der Vater oder wegen der Mutter, aber das ist nur zwischen Akadosh Baruch Hu und der Mensch. Aber wir Menschen, der menschliche Gerichtshof, darf überhaupt so nicht handeln, dass er bestraft den Sohn wegen seinem Vater. Da hat man es gemacht. Erste Problem. Es gibt noch einen Punkt, was ein Problem war. Wenn wir jemandem aufhängen, wann hängt man auf Personen? Tachlis, wir auch bei Verboten, die man tötet, Skilas, Refa, Herek, Renek, bei den vier Todesarten, was wir haben, wir tun ihm nicht aufhängen, kreuzigen. Ja, sondern das ist eine Schande, ja, das ist ein Lomatim. Aber es gibt eine Ausnahme. Einer, der Götzen gedient hat, wir besteinigen ihn. Nach der Besteinigung, wir kreuzigen ihn, also wir hängen ihn auf dem Baum, und er soll dort sein bis Sonnenuntergang. Bis Sonnenuntergang darf er dort aufgehängt sein, aber danach wir müssen ihn begraben. Er darf nicht in der Nacht aufgehängt werden. Und das war das zweite Problem hier, dass sie waren schon so eine lange Zeit, wenn wir es noch lernen, wie lange, sie waren so aufgehängt, Tage, Nächte, so waren sie aufgehängt. Zweites Problem. Drittes Problem war, dass man darf nicht in einem Gerichtshof, man darf nur eine Person in einem Tag töten. Du darfst nicht zwei Personen in einem Tag töten. Und da hat man sieben Personen auf einmal getötet, ist verboten. Aber warum war das erlaubt für sie? Weil der König es so entschieden hat. Wenn ein König entscheidet etwas, dann darf man es machen. Natürlich laut der Halacha, laut der Torah. Weil der König, er ist nicht wie ein normaler Gerichtshof. Ein Gerichtshof, sie haben ihre Regeln von der Torah, was man machen soll. Wie wir drei Gesetze gesehen haben. Aber der König, er darf ab und zu eine Ausnahme machen und sagen, stimmt, die Torah sagt, nur wenn es zwei Zeugen gibt, dann darf ich ihn töten. Aber ich sehe so einen Fall, ich muss ihn töten. Dann hat die Torah dem König, auch eine Ausnahme gegeben, du darfst ihn töten. Du hast auch die Kraft, es zu machen. Das war auch bei König David. Okay, noch einmal 10. Pasuk, ich lese es. Vatikach Ritzvah Bataya et Asak. Vatateula ala zur metechilat katsir ad nitach maim alehem min ashamayim. Sie hat gelegt genommen ein Tuch, ja,
Und sie hat jetzt gelegt auf die Leichen von denen, auf die Leichen von, alle sieben Nachkommen. Zwei von ihren Söhnen und von den anderen fünf. Mitrilat Katzir, ab der Zeit, wo man erntet, also Tetzain Benissan, bis Nitach Maimalem, bis Wasser schon, Regen gekommen ist. Jetzt, wann ist Regen gekommen? Chodesh Tishrei. Das bedeutet, zählen wir kurz die Monate. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Sieben Monate, wann sie aufgehen dort. Und nach sieben Monaten kommt es überhaupt Regen in Eretz Israel. Um zu zeigen, ihr habt schon Tikkun gemacht, ja, die Sühne gemacht, ja. Warum hat sie das gemacht? Damit, das ist eine Schande, wenn sie jetzt aufgehängt sind und kommen plötzlich Vögel, möchten sie jetzt fressen, Raben oder Adler, möchten sie jetzt fressen, die Kinder, die gestorben sind. Oder wilde Tiere in der Nacht. Deswegen, was hat sie gemacht? Sie hat sie so bedeckt. Und man hat es erzählt an König David, was Rizpa Bataya gemacht hat, Pelege Shaul, und laut einer Meinung hat König David sie genommen als seine Ehefrau. Warum? So eine gute Frau mit guten Eigenschaften, ich nehme sie zur Frau. Aber Tachis, was war die gute Sache da? Von der Pshat ist, weil sie wollte nicht, dass man dass wilde Tiere sie fressen oder Vögel. Aber es gibt noch eine tiefe Erklärung. Und zwar, warum wurden sie aufgehängt, die sieben Kinder? Damit alle Leute, die kommen, die sollen sehen, warte kurz, was machen diese Prinzen da? Wer sind diese Leute? Ja, das sind die Prinzen, die Söhne von König Shaul. Warum wurden sie aufgehängt? Weil man hat getötet die Givonim. Und es steht geschrieben im Talmud, Mishpat Mafrid, Mutav te'aker ot tachat mea Torah, Aikar sheyeshem shamayim barabim. Shitkadesh shem shamayim barabim. Das bedeutet, es soll sogar ein Gesetz, sollte man nicht machen, Hauptsache, es soll ein Kiddush Hashem sein. Natürlich bei jedem Fall, spezielle Fall, spezifische Fälle, ein Rabbiner fragen, ja. Aber da, zu unserem Thema. Die Tora verbietet sowas zu machen. Jetzt aufgehängt sein für so lange Zeit. Und dass man tötet sofort so viele sieben Personen auf einmal in einem Tag. Oder dass man die Strafe bekommen haben wegen ihrer Eltern, wegen ihr Vater. Stimmt, das ist ein Verbot. Aber damit wir Kiddush Hashem machen, deswegen hat man es gemacht auch. Das ist noch eine Antwort. Welche Kiddush Hashem? Leute kommen und sagen, wer sind diese Personen? Ja, das sind Prinzen, die Söhne von König Shaul. Warum wurden sie aufgehängt? Weil ihr Vater getötet hat, die Givonim, die Giur gemacht haben zum Judentum. Aber Giur, so eine Chelebele, nicht so gute Giur. Dann werden die Leute sagen, schaut, was für ein Volk es ist. Wenn sie so Acht geben für Leute, die konventiert sind zum Judentum, auch für Chelebele, nicht so hundertprozentig, so eine Ehre geben sie, dass man tötet die Prinze, umso mehr für Gerim, die hundertprozentig gemacht haben. Und deswegen sind so viele Personen auch zum Giur, haben sie Giur gemacht zu dieser Zeit. Warum Kiddush Hashem war in dieser Zeit? Weiter. וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מעין בעלי יבש גלעד. דוד, er nimmt jetzt. Er möchte jetzt wieder gut machen, die zweite Sache, über die Trauerrede von Shaul. Er hat genommen die Knochen von Shaul, Knochen von Jonathan, seinem Sohn, von Javesh Gilad, asher ganevu otam merechov Betchan, asher telaum shama pelishtim, beomakot pelishtim mit Shaul bagilboa. Okay, was wir schon gelernt haben, was die Javesh Gilad hatten, hat genommen jetzt König David die Leichen von Shaul und Jonathan, weil er möchte sie jetzt begraben, wo die Familie von König Shaul ist. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, את יש גנומן, ויאספו את עצמות המוקעים. Und man hat genommen auch alle sieben, die aufgehängt wurden, hat man sie auch genommen. Also Shaul, Jonathan und sieben Nachkommen von Shaul, was aufgehängt wurden, hat man sie auch genommen und man hat sie begraben. ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביו, wo sein Vater begraben war. ויעשו כל אשר ציווה המלך. ויעתר אלוהים לארץ אחריכן. Und so, die Kommentare sagen, König David ist gegangen mit den Leichen von Shaul und seinem Sohn von einer Stadt zur anderen Stadt in das ganze Land Israel. Und in jeder Stadt hat man eine Trauerrede gesagt über König Shaul. Wie groß er war, wer ein großer Tzadik er war. Und nachdem man schon diese zwei Probleme gemacht hat, wieder gut gemacht hat,
Erstens mit dem Givonim, dass man hat getötet die sieben Nachkommen von Shaul, weil sie so machen wollten, ja, die Givonim. Und zweite Sache, man hat gut geredet über König Shaul, ja, also so begraben, gut begraben und gut über ihn geredet. Akadosh Baruch Hu gibt uns Regen. Das war dieses Thema. Jetzt kommen wir sind noch nicht fertig, jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema von dem Kapitel. Da steht es nicht so viel in dem Kapitel, aber wir werden da noch Abschnitte vom Talmud lesen. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירא דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. Es gab noch einen Krieg mit Am Israel und Plishtim. David macht den Krieg mit Volk Israel gegen Plishtim, aber David war schon müde von diesem Krieg. וישבי בנוב אשר בלידי ערפה, ומשקל כנו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויאמר להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויך את הפלישתי וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. Okay, einige Psukim, aber es gibt da so viel zu sprechen und das werden wir lesen vom Talmud. Eine grobe jetzt Erklärung, was uns der Tanach sagt. Es gab noch einen Krieg zwischen Am Israel und König David und gegen die Plishtim, aber König David war müde und ist nicht mehr gegangen zu den nächsten Kriegen. Warum, was ist passiert zu diesem Krieg? Ishbi, er war in der Stadt Nov, doch einmal kommt Nov. Und Ishbi war der Sohn von Harapha. Alles werde ich erklären und noch vom Talmud. Er war der Sohn von Harapha. Dieser Name sagt uns noch nichts, aber wenn noch lernen, wer es genau war. Und Mishkal Keno, und er hatte ein Speer gehabt, aber über diesen Speer, wie schaut ein Speer aus? Es gibt so einen Stock und danach so eine etwas Scharfes, stimmt? Darauf gab es so eine Cover, ja, also etwas, was eine Hülle, was man hüllt. Ja. Allein diese Hülle war Shloshmeot Mishkal Nechoshet. Ja, Shloshmeot Mishkal Nechoshet. Ve'u Chagur Chadasham. Und er hatte noch bekommen eine neue Ausrüstung. Neue Ausrüstung, warum? Weil er hat einen neuen Job bekommen heute. Von vielleicht einem Offizier oder irgendwelche gute Job hat er bekommen. Und deswegen sagte er, ich bin jetzt ein Offizier geworden heute, ich muss zeigen an den Leuten, die mich gemacht haben, so als so eine wichtige Person, dass ich schon würdig bin. Und was hat er gemacht? Ich töte König David. So hat er gesagt. Und Avishai ben Zeruya, sein Neffe, der Offizier, er hat ihm geholfen, er hat ihn getötet und ja. Und danach hat Volk Israel geschwört, das war schon das letzte Krieg, was du eigentlich mit uns gekommen bist. Bei den nächsten Kriegen, du bleibst zu Hause im Palast, weil wenn du stirbst, dann wir werden keinen Anführer haben. Okay, das war dieser Abschnitt vom Talmud, von Tanach. Jetzt werden wir lesen diesen Abschnitt vom Talmud. Wie uns der Talmud sagt. Ich werde jetzt Satz für Satz lesen und danach erklären. Ve'ishbi benov. Ja, das ist Talmud seine drin, Seite 95 Jahre. Sehr spannend. Übrigens, okay, wir werden noch lesen und danach sage ich. וישבי בנוב, ישבי בנוב, אשר בלידי ערפה ומשקל כנו, 300 משקל כנו חושת, והוא חגור חדשה, ואומר להכות את דוד. Okay, fragt uns die Gemara, מה עם ישבי בנוב? Was bedeutet וישבי, das ישבי הווה in der Stadt נוב? מה הקשר נוב? נוב עיר הכהנים. אמר רב יהודה אמר רב, איש שבא על עסקי נוב. Er ist gekommen, er wollte König David töten, warum? Weil König David, er sollte auch eine Strafe bekommen wegen Nov Ira Kohanim. Jetzt, was war in Nov Ira Kohanim? Wir haben das schon alles gelernt. Ich empfehle es für die Leute, die es nicht in dieser Shiur waren. Ich habe ein extra Shiur gemacht über Stadt Nov Ira Kohanim. Das heißt, in YouTube kann man schreiben, im Internet kann man schreiben, das Geheimnis von Nov. Ja, das Geheimnis von der Stadt Nov. Das heißt, so heißt der Shiur. Ich empfehle es jedem zu hören, weil da wir sagen von allem. Was war eigentlich die Geschichte dort in Nov? Wer hat die Strafe bekommen? Warum hat jeder die Strafe bekommen? Schauen wir jetzt von der Perspektive von König David. Warum soll er sterben? Warum soll er eine Strafe bekommen? Amar lo HaKadosh Baruch Hu le David, ad matai ya'avon zeh tamun biyadecha, al yadcha ne'erga Nov Ira Kohanim. Wegen dir ist die Stadt Nov Ira Kohanim gestorben. 85 Kohanim sind wegen dir gestorben. Männer, Frauen, kleine Kinder, Tiere dort, wegen dir. Was? König David, Misken, was hat er gemacht? Man wollte ihm noch jagen, ja, den König David. Ve'al yadecha nitra doeg adomi. Wegen dir hat doeg adomi keinen Anteil in der nächsten Welt.
Wegen dir, Shaul und seine drei Söhne sind gestorben. Warum? Weil, warum ist Shaul gestorben und seine drei Söhne? Weil er die Stadt Novi Rakonim getötet hat. Aha, und deswegen, deswegen musste er sterben. Weil er sterben sollte, warum ist er gestorben? Wegen dir aber, indirekt. Miskena Val David, was hat er gemacht? Der arme David, sondern schaut, wer Kadosh Baruch Hu auf diese kleine Detail schaut, mit einer großen Lupe auf die große Tzadikim. Wegen dir ist diese ganze schreckliche Situation gekommen. Dass Doega Dome hat keinen Anteil in der nächsten Welt. Dass die Stadt Novi Rakonim ermordet wurden. Dass Shaul und seine drei Söhne ermordet wurden im Krieg. Wegen dir, König David. Warum? Weil du warst in Novi Rakonim und Doega Dome hat dich dort gesehen. Und du hast die Hilfe bekommen von den Leuten dort. Von Achimelech ben Achitub, der Hohepriester. Und deswegen hast du Doega Dome gesehen, ah, er hat ihn gepetzt, er ist gekommen zu Shaul, er hat ihm so, ey, was wir schon gelernt haben. Ja, dass die Kohanim dort, sie machen jetzt gegen dich, gegen den König, sie sind auch Rebell wie König wie David. Aber David, du siehst Doega Dome. Warum nimmst du die Hilfe von dem Hohepriester neben seinen Augen? Deswegen indirekt, all diese Sachen ist passiert wegen dir. Indirekt. Und in diesem Shiur von Das Geheimnis von Nov, wir haben gesagt, über alle Personen, die ein Problem bekommen haben. Welche Strafe hat König Shaul bekommen? Welche Strafe hat Doega Dome bekommen? Welche Strafe hat König David bekommen? Haben wir auch dort gesagt, dieser Abschnitt. Und was war die Strafe von die Kohanim selbst? Warum wurden sie getötet? Warum hat man sie getötet überhaupt? Es muss irgendein Geheimnis dafür geben. Das haben wir schon dort alles erzählt. Aber dann, noch einmal, ist die Perspektive von König David. HaKadosh Baruch Hu fragt ihn, Rezoncha ichlu zaracha oti maser be'ad oyev. Jemand muss dafür bezahlen, sagt HaKadosh Baruch Hu. Entweder du oder deine Nachkommen. Wer soll es bekommen? Amar lefanav, sagt ihm König David, Ribono shel olam, muta ve'maser be'ad oyev, ve'lo ich lezari. Ich möchte die Strafe bekommen, aber nicht meine Nachkommen. Okay? Yom Achad, das ist jetzt unsere Geschichte, was nicht geschrieben steht im Tanach. Yom Achad nafak lishkor bazai. Eines Tages, er geht raus. Er wollte jagen, ein Hirsch. Atas Satan, veid meleket avia, ist gekommen der Satan, ja, und er zeigte sich wie ein Hirsch. Patak be gira velo matie. Okay, David, der möchte jetzt einen Pfeil auf ihn schmeißen, aber nicht getroffen. Maschre ad de amtie, und so läuft der Hirsch, aber David rennt ihm hinterher. Und so hat ihm der Satan vom Jerusalem immer raus, noch raus gebracht, bis er schon zu Plishtim gekommen ist. Zu der Gegend von Plishtim. Aber David merkt nicht, weil er läuft hinter dieser Hirsch. Bis der Amte lehrt Plishtim. Kedechadze Ishbi Benov, und als Ishbi, er war in Nov, er hat ihn gesehen, als er plötzlich König David gesehen hat, Amar, Hainuai dekat le Goliath achi, das ist doch diese Person, er hat meinen Bruder Goliath getötet. Das bedeutet, Ishbi, er war der Bruder von Goliath. Wenn Goliath ein Riese war, auch der Ishbi war ein Riese. Schauen wir, was er gemacht hat. Kafte kamte, odve veshadje tutte bebadja. Er hat genommen König David, komm her. Er hat ihn genommen, der Ishbi. Er hat ihm so einen Quetsch gemacht und gelegt in Betabad. Betabad, das ist ein Ort, wo man presst Oliven. Zu Olivenöl, Stein, ja, ein Stein, darauf gibt es noch einen Stein und unten gibt es Oliven. Er hat König David dort gelegt und er wollte genau, also, Entschuldigung, das ist bei Weizen. Es gibt so eine Fläche, ja, so, so eine Kiara, ja, so eine große Schüssel, sagen wir so. Darauf gibt es so etwas. Ja, und man muss es so runtergeben. Und das so, es presst alle Oliven, die dort sind, und danach kommt das Olivenöl raus. Was hat er gemacht? Er hat genommen König David, in diese Betabad gelegt und er wollte darauf sitzen, der Riese. Und er beginnt zu sitzen. Et abidle nisa machale aramitute. Aramisch. Er hat ihm ein Wunder gemacht. Akadosh Baruch Hu hat ein Wunder gemacht. Der Riese. Er will diesen töten. Pitschach machen. Ja. Was macht Akadosh Baruch Hu? Er hat gemacht, dass der Ort, wo David jetzt liegt, eine. So etwas bekommen hat. Ja, so. Ach, komm, ein Wölbung. So etwas passiert nicht. Ja, ihr könnt sehen. Und was ist passiert? Guma auf Hebräisch, ja, Guma, ich weiß nicht auf Deutsch, wie es heißt. Er hat ihm gemacht so eine Guma. Und deswegen sagt König, deswegen, als er, der Riese, pff, darauf gestiegen ist, König David, er war schon in diese Guma.
Und deswegen, das ist, was geschrieben steht. Hainu Bichtim, Tarchiv, das ist, was im Psalmen, 18. Kapitel, 37. Pasuk geschrieben steht. Tarchiv Tzadi Tachtai, Velo Marduk Asulai. Ja, über dieses Thema. Diesen Tag war Freitag. Hahu Yoma Apanya Demale Shabtava. Das war am Erev Shabbat, Freitag, aber kurz vor Shabbat-Eingang. Also kurz vor Sonnenuntergang. Avishai ben Zeruya, Hava Kachai Efreshe, Be'arba Garve Demaya. Avishai ben Zeruya, der Offizier, er ist noch in Jerusalem, ganz entfernt von König David. Niemand weiß, was in der Geschichte, was passiert jetzt mit König David. Und Avishai ben Zeruya, der Offizier von König David und auch parallel dazu sein Neffe, es gibt ein Gesetz von Shabbat, so Shabbat seit 25 Jahren, es gibt ein Gesetz für Shabbat, sich zu waschen. Vor Shabbat zu waschen. Ja, Panim, Yadayim, Raglayim. Und er hat genommen vier solche Krüge und darauf er wascht sein Gesicht und er möchte sich waschen. Plötzlich sieht Avishai ben Zeruya in diese vier Krüge, Chazinu Kitme Derma. Er sieht plötzlich Flecken von Blut bei jeder so eine Sache. Es gibt eine andere Meinung, die sagt, Ikadamri Atayona Itif Kameh. Andere haben gesagt, er hat kein Blut gesehen, sondern er hat plötzlich eine Taube ist gekommen und sie hat so mit ihren Flügeln gemacht. Und zu zeigen, ja, ich bin im Stress und in meine Wohnung, warum kommt sie in eine Wohnung von einem Menschen? Und sie geht nicht raus, geh weg, ja, aber sie ist noch immer dort und macht mit ihren Flügeln. Aber er hat verstanden, 1 plus 1 hat er gemacht. Knesset Israel, Yonait Melea, Shenema Kalfe Yonan Yachpa Bakasif, Shmamina David Markabed Israel Bezara Shari, Atale Betel Washkechem. Er hat gesagt, okay, eine Taube wurde verglichen mit Volk Israel. Ein Problem mit Volk Israel? Es gibt kein Problem. Aber wer wird verglichen mit das ganze Volk? Der König. Anscheinend der König von uns hat ein Problem. Er geht jetzt nach Hause zum Palast von König David, er findet ihn nicht dort. Amar, Tnan, er kommt zu den Gelehrten, Avishai ben Zeruya. Er sagt, wir haben doch gelernt, steht geschrieben auch im Talmud, sein drin, Seite 22. En rochvin al zuso, wenn yoshvin al kiso, wenn mishtamshin besharvito. Man darf nicht die Sachen von dem König benutzen. Du darfst nicht auf seinem Pferd reiten, du darfst nicht auf seinem Sessel sitzen, du darfst nicht auf, also mit seinem Scharwit, ja, also seinen Scharwit auch benutzen. Das ist alles, was dem König gehört. Aber er hat sie gefragt, Bishata Sakanamai, aber in einem Notfall, wie zum Beispiel jetzt, Lebensgefahr, ist es erlaubt, ja oder nein? Er ist gekommen zu Beta Midrash. Atashai be Midrasha, amrule bishata kasana shapirdami. In eine Situation von, eine Notsituation von Lebensgefahr, darfst du. Okay, er hat genommen die Kreuzung von dem, eine Kreuzung von Pferd und Esel, Maultier, ja auf Deutsch, Pered auf Hebräisch, von König David. Er hat genommen diese Maultier von König David. Kafzaleara, plötzlich hat ein Wunder passiert. In einer Sekunde ist er plötzlich von Jerusalem genau in dem Ort, wo König David ist. Mit Ishbi. Ishbi, er sieht jetzt König David, hey, du bist nicht tot, du bist nicht Pitschach geworden. Er hat ihn genommen und ich töte dich jetzt. In dem Moment, wo er König David töten wollte, Entschuldigung, ich habe noch vergessen, noch eine Information zu lesen. Bade de Kamesage. Chazal li Orpa ime. Jetzt. Harafa ist Orpa. Harafa ist Orpa, ja, was geschrieben steht. Orpa, die Schwester von Ruth. Sie war schon, ich weiß nicht, 400 Jahre alt zu dieser Zeit. Ja. Und Dahavat Navla, sie war eine alte Frau. Und sie strickt jetzt mit so einem Pellech. Es gibt so eine Nadel, sie strickt damit. Aber eine große Nadel, ja. Ja, ja. Und sie sieht jetzt Avishai ben Zeruya. Und sie sagt ihm, du, jemach shem chavish im Zircha, sie wollte ihm auch töten. Die Chazite, psakte le pilcha, sie hat genommen jetzt dieses Stück, was eigentlich so scharf ist, ja, wie eine Nagel. Ushditei lave, sie hat auf ihn geschmissen. Warum? Sie hatte diese Gedanke gehabt, dass es seinen Kopf trifft und danach er ist aus, schon tot, der Offizier von Am Israel. Savrele miktele, sie wollte ihn töten. Amrele, aber sie hat ihn nicht getroffen. Und er sieht eine alte Frau, 400 Jahre alt, er schmeißt auf ihm Sachen, also gefährliche Sache. Puh. Was sagt ihm jetzt? Ups, nein, was sagt ihm? Ey, was hast du? Sagt ihm, Amrale, Alam, ey, du, junger Mann. Ja, junger Mann, im Vergleich zu ihrem Alter. Aiteli Pelech, Patke Beresh Mocha Vekatla. Ey, du, es ist mir ohne Psyche runtergefallen. Gib es mir bitte. Sie wollte noch einmal auf ihn schmeißen. Er ist jetzt nicht dumm.
Ah, du willst diese Pelle haben? Kein Problem, kein Problem. Puh, auf sie geschmissen und danach sie getötet. Das hat sie getroffen. So war das Ende von Opa. So ist Opa gestorben. Ja. Weiter, die Geschichte geht noch weiter, Leute. Okay, jetzt kommen wir parallel dazu. Nimmt jetzt Ishbi, König David, wollte ihn jetzt umbringen. Nach einer Fehlaktion. Amar, plötzlich sieht jetzt Ishbi, Avishag ben Zeruya. Was macht auch dieser Typ da? Hashtavu betrin ve katlinen. Nein, 2-1, sie werden mich nachher gewinnen. Was hat er gemacht? Patke David Leila. Er hat genommen, König David, geschmissen in der Luft. Der Ishbi. Vedatzele Rumche. Und er hat gelegt, sein Speer, sein hohes Speer, also in der Erde. Aber König David soll genau, wenn er runterfällt, genau auf diesen Speer. Die Kommentare fragen, ich töte ihn sofort, warum diese Spiele? Die Kommentare da, heute habe ich das gesehen, die Kommentare da sagen, er wollte jetzt sagen, ich bin der Stärkste. Ich kann ihn jetzt töten, aber ich mache sowas nicht. Ich mache so eine Schande für ihn. Ich habe Zeit, bis er runterkommt und sage, ich töte dich währenddessen. Das ist von by the way. Patkele David Lela, er hat ihn raufgeschmissen, also so geschmissen in der Luft. Er hat genommen sein Schwert in der Erde gelegt. Amar Nipul Ale Viniktal. Er soll damit darauf runterfallen und danach sterben. Amar Avishai Shem. Avishai, er war nicht eine einfache Person. Er sagt ein heiliger Name von Akadosh Baruch Hu, Shema, Shema Forash. Okmele David ben Shemaya Leara. Plötzlich David in der Luft schwebt er. Er fällt nicht runter. Er ist genau in der Luft, zwischen dem Speer und dem Himmel, also er ist in der Luft. Fragt die Gemara, wenn einmal David, warum gibst du es ihm zu sagen? Sag selber diesen heiligen Namen. Wenn er Avishai weiß, umso mehr soll wissen diesen Namen David HaMelech. Warum sagst du selber nicht? Ein Chavush Mozi Atmo Mibet Asurin. Ein Gefangener, auch Talmud Brachot, Seite 5, Beshet, ist geschrieben, dieser Satz. Ein Gefangener kann sich selbst nicht befreien. Ein Gefangener, du bist schon ein Gefangener in einem Gefängnis, dich selbst rauszubringen, kannst du nicht, sondern jemand anderer. Mit anderen Worten, ich brauche die Hilfe von jemand anderer. Warum? Es kann sein, weil er ist jetzt in der Luft. Er kann jetzt nicht die Kavanot machen, er ist schon in der Luft. Er ist schon sein Ende. Amarle, mein Baitacha, in der Luft, es gibt jetzt eine Diskussion, sie beginnt zu sprechen, der Avishai und König David. Ja, wo siehst du es? Ja, warum bist du da? Warum bist du da? Fragt ihm Avishai, warum bist du hier in Ort von Plishtim? Bei deinen Feinden, ja? Amarle, Achi, Amarle, Kutscha, Brichu, Achi, Adrele. Der König David hat ihm die ganze Geschichte erzählt, dass Akadosh Baruch Hu ist zu ihm gekommen und er sagte, ja, wegen Nov musst du eine Strafe bekommen, aber es ist entweder du oder deine Nachkommen. Und ich habe ihm gesagt, ich soll die Strafe bekommen. Amarle, Apichzilotech, sagte ihm, der Avishai Bezorah, du, ändere das. Sag, dass deine Kinder sollen die Strafe bekommen, aber nicht du. Du musst noch immer lebendig sein. Barberach Kira Lisabon wird Lotit sagen. Okay. Amale, Yachi, Isaiah Badam. Okay, kein Problem. Ich mache es so. Ich sage Akadosh Baruch Hu, dass meine Kinder sollen Probleme bekommen und nicht ich. Und er hat ihm geholfen. Und das ist, was im Buch Shmuel Bet, was wir da gelesen haben, im 17. Pasuk. Es hat geschrieben, Vayazol Avishai ben Zeruya. Avishai ben Zeruya hat ihm geholfen. Was hat ihm geholfen? Sagt uns der Talmud, Amar Rav Yudah Amar Rav She'azaro Bitfila. Er hat ihm geholfen mit der Gebet. Also beide haben gebetet, bitte Hashem, rette König David. Und er sagte, rette mich. Und die Strafe sollst du geben, meine Nachkommen. Okay. Amar Avishai Shem Ve'achte. Er sagte noch einen Namen. Und er hat ihm runtergegeben, nicht in der Speer, sondern natürlich auf der Seite ein bisschen. Aber Karadif Batrayu, okay, ich bin sieht das Ganze. Vielleicht war er im Schock in dieser Zeit, ich weiß nicht. Oder war er entfernt. Und oder diese ganze Diskussion war in Millisekunden. Ich weiß nicht, ja. Aber er sieht es, was passiert ist. Er war im Schock. Und er kommt jetzt, er sagt, ich töte jetzt beide. Sowohl David als auch Avishai. Okay, sie laufen weg. Laufen weg. Und er in denen. Kimata Kube, sie sind gekommen zu einer Stadt, Kube. Nicht Kuba, ja, also nicht, sondern Kube. Kube, das ist eine Stadt neben der Grenze von Stadt Israel und Plishtim. Amre Kumbe. Kube, das ist der, kannst du nehmen, Kumbe. Also steht auf, bleibt stehen, ihr könnt ihn besiegen. Laut der Name. Sie haben gesagt, passt schon, wir gehen noch weiter. Kimata Betrei, aber als sie gekommen sind zu einer anderen Stadt namens Betrei, von zwei. Betrei Gurian Katlu Ale Arya. Sie haben gesagt, wir, die kleine Gurin, kleine, können den Riesen töten.
Okay, was haben sie gesagt? Amre lei, David und Avishai haben sie gesagt zu Ishbi. Zilishtach leopa imach bekiva. Hey, findet deine Mutter Orpa, sie ist schon tot. Kiad keru leshemadime, als man den Namen von seiner Mutter erwähnt hat, kachashchelei bekatle. Er war schwach, er war, was, meine Mutter, was ist mit dir los? Er hat so einen Schock bekommen. In diesem Moment, sie haben ihn umgebracht. Und das ist, was geschrieben steht im 17. Pasuk. Az nishbe'u anshe David lo lemor, lo tetze od itanu la milchama, velo techabed ner Israel. Da hat Volk Israel schon gesagt zu König David, sie hat ihm geschwört, sie haben ihm beschwört, du darfst nicht alleine schon mehr rausgehen oder nicht nur alleine. Überhaupt gehst du nicht im Kriege. Du hattest so eine Situation, wo du fast gestorben bist und wir hätten keinen König gehabt. Deswegen, auch bei den nächsten Kriegen, du bleibst jetzt zu Hause. Das war diese Geschichte. Wir machen noch weiter, noch einige Psukim und danach sind wir schon fertig. Okay, wir sind jetzt im 19. Pasuk. Das ist schon 4 Psukim vor Ende. Vatehi od. Entschuldigung, wir sind 18. Pasuk. Vayahareichen, vatehi od la milchama ben Gov. In Pelishtim. Es gab noch einen Krieg in Gov. Gov, das ist in der Stadt Gezer. Ja. So sagt uns Metzudat Zion, ja, weil so steht es im Buch Divrei Yamim. Buch Divrei Yamim Aleph, Kapitel 20. Das Gov, das ist eine Stadt Gezer. Mit Pelishtim. Azikas Sibichayachushati von König David. Er hat getötet Zaf. Zaf Asher Bilideh Harafa. Jetzt, Orpa, sie hatte 4 Söhne gehabt. Zaf, Madon, Goliath und Ishbi. Ja, die 2 Söhne, die 4 Söhne, die waren von Orpa. Orpa slash Harafa. Können wir auch sehen, die im Talmud, Sota, Seite 42b. Über diese vier. Vati oda milchama, noch ein Krieg, Begov, im Pelishtim, vayachel Chanan ben Yare Oregim, bet alachmi, et Goliath Agiti, veetzchanito kimno Oregim. Hat getötet El Chanan, der Sohn von Yare Oregim, von Stadt Bethlehem, den Goliath. Verstanden? Einer sagt ja, einer sagt nein. Wie ist es verständlich? Wie hat Elchanan, der Sohn von Yare Oregim, Goliath getötet? Buch Shmuel Aleph, Kapitel 17. König David hat ihn getötet. Sondern, 2 Erklärungen. Eine Erklärung sagt uns, dass Elchanan, das war eine Person, der getötet hat, so ein Riese wie Goliath. Und so ein Riese wie Goliath. Und deswegen hat man ihm gesagt, okay, du bist auch so stark, deine Geschichte war so wie König David Goliath getötet hat. Als ob du Goliath getötet hast. Noch eine andere Antwort gibt uns Rashi, dass eigentlich Elchanan, das ist König David. Ben Yare Oregim, dass die Familie von König David, sie haben für den Mikdash, haben sie Tüchern, Parochet gemacht, vorbereitet. Ben Yare Oregim, ja, sie haben Ariga gemacht für Yar, ja, das ist Bet HaMikdash. Kimnor Oregim, Keachsan Dardain, Degardain, Hakarui, Inshobla. Da war Ariga, Vitamot, Keneged Ariga. Okay, das ist, was uns Rashi gesagt hat, das ist König David. 2 Erklärungen. Muss nicht, dass es eine Meinungsverschiedenheit ist. Beide Sachen können stimmen. Sowohl, dass König David Goliath getötet hat, aber er wurde da ernannt. Elchanan, der Sohn von Yare Oregim. Oder, laut die zweite Erklärung, muss nicht eine andere Meinung sein, aber muss nicht widersprechen. Aber laut der anderen Meinung kann es sein, dass es zusätzlich noch eine Person gab, Elchanan, der getötet hat, so eine starke Person wie Goliath. Vati od milchama begat, in der Stadt Gat, bei Plishtim, vati ish Madon, das ist noch ein Mann, der Sohn von, wie heißt es, von Arafa. Ja, wie schon gesagt, es gab 4 Kinder von Arafa, von Opa. Saf, Madon, Ishbi und Goliath. Das ist dieser Madon. Ve'etzbeot yadav, ve'etzbeot raglav, shesh v'shesh, 24 mispar. Ve'gam hu yulad la harafa. Er hatte 6 Finger bei jede Hand und Füße. Insgesamt 24. Und auch er war der Sohn von Harafa. Aber warte kurz. Können wir keine Mathematik? 6 und 6 und sagt uns Satanach, das ist 24. Das ist, du kannst schreiben 6 und 6. Oder kannst du schreiben nur 24. Sondern, wenn wir schreiben 6 und 6 nur, ohne 24, ich könnte denken, er hatte 6 da, Entschuldigung, 6 hier und 6 dort, bei den Füßen. Zum Beispiel, also anders gesagt, 3 Finger bei dieser Hand, 3 Finger bei der anderen Hand, 3 Finger unten bei der rechten Fuß, 3 Finger bei der linken Fuß.
Aber nein, das war nicht 6 insgesamt bei Hände plus Füße 6. Nein, das war 6 da, bei der einen Hand 6 dort. Also dann schreib 24. Warum schreibst du 6? Es kann sein, dass da hat er 7 gehabt und da 5. Und dort 7 und dann 5. Kommt auch zu 24. Deswegen 6 da und 6 bei jedem Fuß. Und insgesamt sind es 24. Also wir sehen auch sogar die Zahlen, sie sind nicht einfach so unnötig da im Tanach. ויחלף את ישראל ויקהו יהונתן בן שמעה אחי דוד את ארבעת אלה יולדו לערפה בגד ויפילו ביד דוד וביד עבדיו. Und auch er, dieser Madon, er hat verflucht jetzt Volk Israel wie sein Bruder Goliath. Und kommt Jonathan, der Sohn von Shimah, und Shimah war der Bruder von David, von König David. Also Jonathan, er war der Neffe von König David. Und er hat ihn getötet. Jonathan hat den Madon getötet. Diese vier Personen wurden ermordet von David und die Familie von ihm. Also wir sehen da diese vier Kinder, die vier Riesen von Orpah wurden ermordet von David und seine Dienern und seine Familie.